So, dann machen wir mal unser Duell im Turnier. Was ist denn das jetzt? Halbfinale? Viertelfinale? Halbfinale jetzt schon, ja. Halbfinale schon. Boah, bin ich schon weit gekommen. Ist aber auch ein kleines Turnier. Das ist ja nicht wie bei dem HDW-Turnier, wo erstmal ewig Gruppenspiele sind. Hast du da eigentlich schon angefangen? Ja, ich habe gestern 2 gegen Mike verloren und heute habe ich 2 gewonnen. Okay. Jetzt fehlen mir noch 2. Das heißt, die letzten 2 geht es dann um die Wurst nochmal. Und wenn ich die gewinne, bin ich aber auf jeden Fall in der nächsten Runde. Ich habe noch gar keins Welch? gemacht. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe mir heute die Tabelle angeschaut. Wir machen hier Best of Five, ne? Genau. Und du bist der Favorit. Ach, ich weiß nicht. Beim letzten Mal habe ich nur mit einem Lebenspunkt gewonnen. Also insofern Ich habe genug von gehört Ver über dich. Ah ja, der Bombardin hat bestimmt wieder gelästert. Nö, alle haben gesagt, dass du studierst ja auch deine Gegner bis ins Detail und das kenne ich ja von dir, Was? alter Ich Stratege. studiere doch nicht meine Gegner. Ich gucke ab und zu einfach mal eine Runde an und dann schaue ich einfach mal, ob es gut ist oder nicht. Aber studieren, also naja. Ja, würde ich jetzt nicht Wenn so ich nur sagen. überlege, wie du Rock of Ages studiert hast. Ja, das sagen wir es mal so, die KI macht es einem aber auch sehr einfach bei dem Spiel. Gibt's hier in Ich dem Spiel ja meine, nicht. ne, die KI auch, also so im DLC und auch so, bei den Übungsmatches sind die auch nicht die Ja, allercleversten. das stimmt. Also gegen menschliche Spieler ist da schon was drin, ne? Da ist schon mehr. Aber bei den menschlichen Spielern hat man auch eine höhere Fehlerrate irgendwie. Ach, jetzt klaut er wieder Karten aus meinem Deck. Ich glaube, du spinnst. Jo. Ach ja, das liebe ich immer an den Priestern. Die denken, die können sich immer alles rausnehmen. Ja, das ist mit dem Segen Gottes, kann man sich alles erlauben. Ja, da hast du allerdings recht. Das macht die Kirche uns ja schon vor. Oh ja, das tut sie. Jetzt macht er meinen kleinen Spott da kaputt. Ja, du hast ja noch mehr als genug Kram in der Hinterhand, da bin ich mir ganz sicher. Ja, jetzt muss ich aber natürlich noch das Schneckbein zitieren, jetzt wo die Aufnahme ja so schön läuft. Du bist langsamer als ihre Oma in Frankreich. Das musste ich dir jetzt mitteilen, das ist ganz wichtig. Naja, ich meine, ich mache halt nur wohlüberlegte Züge. Das war jetzt gar nicht auf die Züge bezogen, sondern auf die ganzen Wäsche-Eskapaden. Ach so. Naja gut, Ja. wenn man vom Arbeiten heimkommt, dann muss man sich ja erstmal, muss man erstmal ankommen. Dann muss man seine Arbeitsklamotten ablegen und dann muss man natürlich erst die Wäsche abhängen, dann muss man die Wäsche aus der Waschmaschine holen und wieder aufhängen. Das braucht schon seine Zeit. Das stimmt allerdings, ja, das braucht seine Zeit. Aber das war so lustig, so, ja, circa 19 Uhr bin ich da, aber ich könnte es schon 18:30 schaffen. Und jetzt haben wir 19:30, ne? Nicht, ach, noch später, also. Ja. Ah, du bist jetzt auch langsam in so einem Alter, da ist es ja in Ordnung. Ja, da muss man schon mal ein bisschen langsam machen. Da muss man ein bisschen sich ausruhen können. So, was mache ich So. denn jetzt? Ne, du hast einfach zu viele Karten, Ja, das ist das jetzt wird's schon Problem. kompliziert, siehst du? Ach, den hast du jetzt mal ausgepackt. Sehr Ja, interessant. der ist süß. Das stimmt. Aber ich habe nicht wirklich die Karten auf der Hand, die ich mir jetzt wünschen würde. Kenne ich. Das ist so ein Problem, das vereinen, glaube ich, alle Haster und Spieler miteinander. So, räumen wir den erstmal weg hier. Muss er ja gleich hier die Legendary auspacken, Oh, weil jetzt darf das der nicht ist. mal Schaden machen, Mensch. Das ist aber Ja, echt nee. schade. Ja, nee, ist nicht schade drum. Doch, doch. Ich meine, hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Oh, anscheinend hat der Storm gerade irgendeine legendäre Karte erhalten. Okay. Zumindest blinkte da gerade was Ja, auf. habe ich auch gerade was gesehen. Ich glaube, das ist die vom Druiden, die allen anderen plus 2 gibt oder 2-2-2er mit Spott noch herbeiruft. Also eine sehr nette Karte. Ach, du übertreibst es schon wieder hier. Sondert. Ach, jetzt holt er sich auch noch 3 Leben. Ah, oh, ich sehe schon, du Ja, hast ganz schön aufgestockt seit dem letzten Match. nö, eigentlich nicht. Am Deck hat sich gar nichts geändert. Ehrlich? Ja. Sieht so anders aus irgendwie. Oh, jetzt bringt er den zum Schweigen. Ja, klar. Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Wie Also. soll man denn so vorankommen?
So. So. Kriegen wir noch den. Oh, jetzt wird's aber So. eng. Ach. Wenn jetzt nicht Ach. die Karte kommt, die ich mir erhoffe, und die kommt natürlich nicht. Ach, verdammt. Du meinst die Nova? Ja. Die wäre jetzt nicht schlecht Die wäre gewesen, jetzt das stimmt. perfekt. Ja, das hat keiner nicht, weil gegen den Mike, ich hatte zwei Eisblöcke, heißt also, wenn ich tödlichen Schaden kriegen würde, dann überlebe ich trotzdem. Ich habe zwei Eisblöcke bekommen, habe ich im Deck und unter meinen letzten sieben Deckkarten waren noch beide Eisblöcke drin. Da habe ich mich auch gefreut. Ja, das ist schön. So, jetzt stellt sie wieder zwei Leben. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. So, was kommt jetzt? Nochmal heilen, noch eine Karte ziehen. Jetzt geht's wieder los hier. Die große Show. Ja. Aber ich bin ja fast schon tot. Ja, es ist auch gut so, ja. Das ist auch sehr, sehr, sehr gut so. Weißt du, du hast mich jetzt so gehetzt, so direkt nach dem Arbeiten, da kann ich doch nicht konzentriert spielen. Ah, oh, jetzt hör aber auf hier. Also. Gut, dann werden wir mal unsere Lebenspunkte ein bisschen hochtreiben hier. Machen wir mal noch. Mal gucken. Wie reicht das? 10? Ja, keine Ahnung. 10, 14? Ja, gut, dann hauen wir dich jetzt mal weg. Und sagen wir mal, der erste Punkt geht an mich. So. Zack. Ah, jetzt braucht er so lange, um die Fähigkeit zu laden. Ach, Ach, so lange müssen wir, Mann, glaube ich, gar nicht so. warten. Ja. Das Problem ist, der hat mir halt jetzt versucht, die ganze Zeit diese ganzen Rüstungspunkte zu geben und dann hängt das Spiel so. Gut. So, 1-0. jetzt kannst du dich in Sicherheit wägen, jetzt fange ich nämlich an. Ach, jetzt fängst du an, ja? Jetzt fange ich an. Ach so, Ja, ich okay, hatte jetzt ja jetzt. keine Zeit, mich warm zu spielen. Ich musste jetzt ja direkt nach der Arbeit mich hier an den Rechner setzen. Ja, du. Also ich war in einer stressigen Situation, weil jetzt hatte ich ja immer dieses Zeitfenster und es hieß ja immer 5 Minuten, 5 Minuten, ja? Und da war ich ja in einer innerlich wirklich schwierigen Situation. Und dann dachte ich mir noch, was mache ich denn jetzt mit meinen angeblichen 5 Minuten? Und dann habe ich angefangen, mir Müsli zu machen und mir eine Birne zu schneiden. Und da musste ich dann das Tablet quasi mir hinstellen, ja, in die Küche und die ganze Zeit nervös, schweißgebadet, auf den Bildschirm gucken, ob du mir bei Facebook schreibst, dass die 5 Minuten vorbei sind. Also, wenn jemand hier wirklich Stress hat, Hier dann siehst bin du, ich ich, aber das. ich hatte noch gar kein Müsli. Das heißt, meine Gehirnzellen sind überhaupt nicht versorgt. Ja, du, ich hab's ja noch nicht gegessen, ich hab's nur gemacht. Ach so, und jetzt weicht das ein, während wir hier spielen, oder was? Richtig. Aber das ist immerhin etwas standhafter, weil es mit so einem griechischen Joghurt ist, mit den 10%, der weicht nicht so schnell die Sachen ein. Das geht. Ist jetzt hier nicht so ein Honey-Pop-Zeug, was dann quasi wie Brei wird am Ende. Das Okay. zum Glück nicht. Ach ja, jetzt macht er wieder Harakiri. Ja, du hast gerade so viele Diener auf dem Feld gehabt, das will ich nicht nochmal. Jetzt übertreibst du ja wieder. Es waren 5 oder so. Es ist Ja, ja 7. reicht ja. Voll war das Feld noch nicht. Siehst du, jetzt machst du meinen auch weg, das ist nicht nett. Naja, was denn? Du hast ja angefangen. Der Konrad hat angefangen. Jetzt kommt die Tour wieder. Das ist immer Kindergarten hier, Mensch. Furchtbar. Ah, noch so einer, Ja, den gut. kannst du auch gleich kaputt machen, komm. Ich weiß noch nicht, sollte ich ihn wirklich kaputt machen? Naja, eigentlich ist der nicht Ah, so gefährlich. nee, das stimmt, aber ich weiß ja nicht, was du noch auspackst. Das ist ja das größere Problem. So, machen wir lieber so. Oh, die Karte ist ja auch fies, die du da hast. Wieso? Die kann Ist auch eine ganz schön. 1-4er, die macht doch nichts. Ja, Ach, aber die macht doch ja nichts. komm, hör auf. Wenn die für sich alleine steht, ist die völlig harmlos eigentlich, weil Jetzt habe ich nicht mal eine also es lohnt brauchbare sich. Karte auf der Hand, du. Ich könnte kotzen. Ich kann gar Ist nichts denn überhaupt machen. eine im Deck? Ich kann gar nichts machen. So hatte ich es aber mit dem Mike. In der zweiten Runde habe ich, glaube ich, die schlechteste Hand gezogen, die ich jemals mit diesem Deck hatte. Und ich war völlig wehrlos dann. Also er hat mit mir dann den Boden aufgewischt.
Weil, ja, was sollte ich machen? Also, das war wirklich fies. So, du darfst wieder. So, jetzt erbringt er natürlich die Karte, weil er gewusst hat, ich habe nur Zauber auf der Hand. So. Das war zwar an, ja. Naja, mach mal, was wir tun können. Ach, die Verdammt. Heilerei, Es ja. Es gibt Sachen, fängt die. ja wieder toll an, du echt. Ja, ich sehe schon. Ja, ich bin da mal gespannt, wenn du das Video hochlädst, was du da so Feines auf der Hand Ja, hattest. wenn ich verliere, lade ich es ja eh nicht hoch. Ach, so ist das. Ach. Sollte ich mir auch mal merken. So, jetzt musst du ja langsam was haben, wa? Aber auch nicht wirklich in der Reihenfolge, wie ich es gerne hätte. Och Mann. Ja, wie es manchmal fängt ja, oder manchmal sind ja die Priester dran und dann spielen ja gleich diese 1-3er da, Ja, die dann, wo man aber dann immer eine Karte ziehen wenn du die kann. nicht auf der Hand hast, Das ist dann wirklich ärgerlich, das stimmt. dann helfen die dir auch nichts. Das sind immer sehr ärgerlich. So, und dir noch, jetzt haust du aber alles raus hier. Ja, jetzt muss ich ja Ach, irgendwie dich zum jetzt aber nach Handeln dem zwingen. Tauschen. Mich zum, ja, du, wenn du willst, dass ich handle, kannst du haben, ja? Ja, mach mal. Also, dann machen wir mal hier so. Jetzt ist Ruhe im Pott. Oh Mann. Warum hast du den immer auf der Hand? Warum? Ja. Naja, gut, der fühlt sich da wohl. Ja? Da will ich ihn natürlich nicht wegnehmen. So, siehst du, ich habe deiner Karte sogar noch mehr Angriff gegeben. Ja, das ist aber toll. Ja, finde ich auch. Das ist wirklich eine nette Geste von mir. So, so. Und du darfst wieder. So, pass mal auf. Jetzt kommt's. Ich habe jetzt ja sowieso schon so gut wie keinen Stich mehr. Ach, die Nova, ja, irgendwann muss es. Aber jetzt kriege ich wenigstens noch mal 4 Rüstungspunkte. Ja, das ist doch toll. Aber da immerhin, jetzt konntest du immer noch eine Kreatur töten, Ja, die jetzt sonst immerhin. überlebt hätte. Also an sich hat die Nova trotzdem noch ganz schön viel Ja, das erreicht. war jetzt mein Rettungsring. Aber dem geht die Luft auch schon aus irgendwie. Ja, deine Handkarten werden immer weniger. Die Haare auf dem Kopf, die Handkarten, das nimmt kein gutes Ende, ja, Mensch. Ja. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, das Deck habe ich heute erstellt. Ich muss dir Ja. mal was Neues ausprobieren. Jetzt bin Ja, ich auch noch hier, dein jetzt. Übungsobjekt, oder was? Naja, nee, ich habe ja die anderen 2 Matches wurden ja auch damit gewonnen in dem anderen Turnier, im HDW-Turnier. Ja, siehst du, jetzt haust du hier wieder die alle raus und machst noch meine Kreatur kaputt. Frechheit. Ja, aber da kommen immer wieder neue nach. Das stimmt allerdings. Ja, es reicht immer noch nicht. Ich kann zwar eine Karte ziehen, aber es reicht immer noch nicht, Mensch. Was Naja, nun? ach komm. Ja, jetzt musst du ja, ne? Jetzt Ja, hast du es angefangen, jetzt musst du es zu Ende bringen. was soll ich denn machen? Gut, na dann liefern wir mal ein bisschen Nachschub hier. Soll ja nicht langweilig werden für die Oh. Zuschauer. So. So, zack. Und dann erstmal hier ganz gemütlich. Hast du jetzt noch eine Runde wieder zum Warmwerden? Ach ja. Jetzt bräuchtest du einen Spotter. Der Witz ist, das sieht ja so aus, als hätte ich viel mehr Karten gezogen oder so, aber wir haben tatsächlich gleich viele Karten im Deck. Ja. Oh, Komischerweise. verdammt. Was mache ich jetzt? Was machst du jetzt, ja? Jetzt würde ich jetzt zu gerne deine Handkarten sehen, um zu wissen, wie du jetzt schwitzt gerade. Ja, das natürlich hier. Ja, komm, vielleicht hast du ja und in meinem Deck was Gutes, was dir hilft. So, das war jetzt aber auch nicht wirklich hilfreich. Das tut mir leid, das Oh, ist ja auch nicht fuck. dafür. Das war jetzt echt doof. Ah, oh, na ja, warum nicht? Könnte schlechter sein. Ja, aber was mache ich jetzt damit? Ja, das ist die große Preisfrage. Was machst du jetzt? Wehtun wird so oder so jetzt in Ja, den es macht nächsten sowieso Runden. weh. Dann kann ich machen, Ja. was ich will. Ist das noch das kleinere Übel wahrscheinlich? Ja, das stimmt. Aber in der nächsten Runde kannst du dafür dann alles freiräumen. Ja. Aber dann machen wir trotzdem noch ein bisschen Druck hier. Soll ja nicht zu leicht werden. So, so, so.
Jetzt hätte ich gern diese Droidenkarte, die überall volles Leben wiederherstellt. Ja, die hatte ich tatsächlich, die habe ich heute entwertet, wieder, weil ich ansonsten nichts für den Druiden habe. Aber ja, das ist eine Karte, die wäre jetzt natürlich der Hammer, das So, ich stimmt. würde behaupten, die Runde geht auch schon wieder an dich. Das ist Ja, doch. mein Monster angreifen kannst du jetzt nur noch, wenn du dich vorher heilst, aber dann wird es mit der 4-3er schwer. Also, puh, ich weiß ja auch nicht, was du. Also, ich würde jetzt nicht gerne in deiner Situation stecken. Nee, das glaube ich dir, weil ist eh erledigt. Siehst du, jetzt hättest du noch eins meiner Monster sogar zerstören können damit Mach mit ich der auch. Fähigkeit. So. Aber siehst du, hättest du jetzt den Schaden von dem Monster, was du mir geklaut hast, auf mein Monster gefügt, hättest du tatsächlich all meine Monster töten können und noch eine Runde überlebt. Ja, und dann wäre ich erst gestorben. Also ich hatte jetzt nichts mit Ansturm auf der Hand. Das ist ein unglaublich beruhigendes Gefühl. Nee, das heißt ja nur, du hast deine Chance nicht genutzt, weil es ist, bei diesem Spiel ist es immer erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ich hatte mal einen Gegner, mit dem habe ich mir ein sehr hartes Duell geliefert und ich stand dann aber weit mit dem Rücken zur Wand und er hätte nur einen Zug gebraucht, um mich zu töten. Und dann fing er an, die ganze Zeit zu spammen, gut gespielt, gut gespielt, gut gespielt, als ob er sehr nervös wäre. Und da Aha. dachte ich so, naja gut, pass auf, ich reize jetzt einfach mal die Zeit meines Zugs aus. Und hab dann einfach nicht gleich aufgeben oder so, sondern hab dann einfach eiskalt abgewartet, bis die Leine kurz vor Ende war. Weil da kommt ja immer dann diese Reißleine, dass man sich beeilen muss. Und die Quintessenz des Ganzen dann war, ich beende dann also noch meinen Zug und plötzlich ist er nicht mehr da. Es regt sich nichts auf seiner Seite des Feldes. Und dann habe ich all meine Züge ganz, 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 ganz schnell gemacht. Und in meinem letzten Zug, wo ich ihn nur noch angreifen musste, um zu gewinnen, da bewegten sich plötzlich wieder seine Karten. Und er war wieder da und hat dann diese Emotion-Drohung gemacht mit, ich werde euch vernichten oder sowas. Okay. Weil er dann wohl angepisst war, dass er jetzt auf dem Klo war oder sowas und wohl keine Chance hat, jetzt dieses Spiel weiterzuspielen. Ist halt doof, wenn man kein Smartphone hat, um das zu spielen. Naja, ich hab's jetzt auch auf dem Smartphone, aber irgendwie ruckelt das bei mir ein bisschen. Ja, das sind die Angriffe, die Oh, jetzt niederprasseln machst auf du den dich. gleich wieder kaputt. Ja, kaputt machen Mann. ist das Beste. Ja, nein. Das ist, weißt du, ich spiele quasi jetzt für dich bei der Aufnahme, Mord ist ihr Hobby. Ah ja. Und ermorde jetzt alles, was mir hier in den Weg kommt. Aber du Ja, hast einen Jäger, den. deswegen lege ich da nichts mehr hin, weil du machst es ja Es eh gleich wieder kaputt. lohnt sich ja gar nicht, ja, Nö. es lohnt sich ja gar nicht. Siehst du, ich mache jetzt auch nichts mehr, ne? Weißt du, solche Arbeitsverweigerungen, die kann ich hier nicht unterstützen. Ja gut, so können wir weitermachen. Ah, siehst du, die Versuchung war doch zu groß. Du konntest dich doch nicht zurückhalten. Ja, ein bisschen spielen kann man ja. Mal gucken, ob du jetzt wieder alle kaputt machst gleich. Nö, alle nicht. Alle nicht. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt jetzt die kaputt machen sollte. Ob sich das überhaupt lohnt. Hast ja noch deine zwei Puh. dummen Spots da rumstehen. Naja, ich mach den mal kaputt. Der wird Boah, sonst sechs jetzt schon sehr Schaden. Jetzt nervig. übertreibst du es aber. Ja, weißt du, lieber erst mit der Kanone auf den Spatzen, damit die anderen Spatzen lernen, dass sie da nichts zu suchen haben. Ah, ja. Mach mal das aber Ne, siehst du? so. Jetzt machst du ja meine kaputt. Ja. Ach, macht ja keinen Spaß mit dir. Doch, doch. Nimmt man extra mal ein anderes Deck. Noch einer. Gut, Ja. dann sind sie wenigstens beide mal auf dem Feld. Immerhin etwas. Ja, du sollst ja mal alle meine Karten gesehen haben, bevor du sie kaputt machst. So, du magst ja Spotter so. Ja, total. Dann ziehen wir noch zwei Karten. Aha, interessant. Und dann machen wir das so. Darfst du mir sogar Schaden zufügen wieder? Boah, ja. Mensch. Ich habe das Gefühl, du führst mich gerade ein bisschen an der Nase rum. Nee, überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, da hoffe ich nur für dich, dass du im Turnier nicht auf den Mike triffst, denn gegen den zu spielen ist wesentlich nerviger als gegen mich zu spielen. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Oh doch, das ist wirklich viel, 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 viel schlimmer. Ah, siehst du, jetzt machst du hier richtig Schaden, Mensch.
Ich habe immer noch das Gefühl, du hältst mich nur hin, um mich gleich irgendwie. Also jetzt wollen wir nicht politisch werden hier. So, sehen wir Ja. mal. So. Ja, genau. Ist aber, ich weiß ja nicht, was du hast. Die leben ja immer noch, die Knaben, ja. Also insofern, ja, noch mache ich ja gar nicht viel. Ich gucke eigentlich nur zu, was du machst, und ansonsten habe ich gar nichts zu bieten hier. Du trägst die Okay. bei zur ganzen Show. Ich mache nur ein bisschen Feuerwerk auf dem Spielfeld. Okay, dann mache ich da mal mit. Oh. Ja, der ist natürlich nicht schlecht. Der ist süß. Der ist wirklich nicht schlecht. Jetzt hast du so eine Karte, vernichte den feindlichen Diener oder sowas, ne? Wäre jetzt schön, aber habe ich tatsächlich gerade nicht. Das muss ich mir ja was einfallen lassen hier, Mensch. Das ist ja nicht gut. Oh Gott, jetzt musst du dich das erste Mal gegen mich gedanklich anstrengen. Das ist das Problem jetzt, ja. So, gucken wir mal. Aha. Das ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe. Na gut, da müssen wir es einmal so machen. Ja, war ja klar. War Du, ja die so habe ich jetzt klar. erst gezogen. Die hatte ich vorher nicht, Ja, schlimm genug. traurigerweise. So. Ach, der war ja Ah jetzt auch ja, süß. der ist natürlich jetzt sehr praktisch, ja. Ich glaube, die Runde wirst du gewinnen. Meinst du? Das sieht gut aus. Ah, noch einer gleich, na Mensch. Und nochmal der, ei. Ja gut, die Runde hast du gewonnen, ja. Sehr schön. Habe ich schon gewonnen, echt? Ja, die hast du jetzt gewonnen, Bist ja. du so schnell im Rechnen? Durch Sogar die das zwei Schaf macht drei Tierchen. Schaden, du. Ja. Na, wenigstens ein Ehrentreffer gelandet. Ja, ich habe mich jetzt einfach falsch entschieden, weil ich nicht wusste, ob ich jetzt die andere noch ziehe. Ich hätte eine falsche Entscheidung getroffen. Das hat es dann den Ausschlag gegeben. Aber macht ja nichts. Gut. Nächste Runde. Letzte Runde, meinst du? Weiß nicht. Das wissen wir nicht. Also, nee, du hast bestimmt den Priester wieder genommen. Nee, den Nein. Jäger nochmal. Okay, gut. Dann machen wir jetzt Krieger gegen Jäger. Gucken wir mal, Ich was habe kurz passiert. überlegt, den Priester nochmal zu nehmen, aber. Dann hast du gedacht, nee, die 1-3 hast du ja doch nicht auf der Starthand, dann lässt es lieber gleich bleiben. Genau. Gut, ich habe eine sehr merkwürdige Starthand. Ich Ja, bin ich gespannt, was auch ein daraus noch wird, bisschen, ja. aber okay. Oh, jetzt ist es ganz schlimm geworden. Gut. Naja, gut. Mal gucken, was hier noch passiert. Bis jetzt sieht es ja nicht so rosig aus. Du scheinst ja auch sehr zufrieden zu sein. Ja, total. Ich bin gerade total begeistert. Ich glaube, in dem letzten Match haben wir beide besser gezogen. Ja, das kann schon sein. Also jetzt hast du jetzt wirklich den Mana-Kristall genommen, um das zu machen? Ja, Einfach da mal siehst du erstmal mal, wie einfach drauf. verzweifelt ich schon am Anfang bin. Einfach mal, um drauf zu hauen. Dass ich dir wenigstens ein bisschen Schaden gemacht habe in dem Match. Sünder. Hätte ich angefangen, hätte ich lieber gleich das Schild machen sollen, Mensch. Damit du mir auch ja keinen Schaden zufügen kannst. Hast jetzt hier gleich den mal einfach mal alibimäßig gespielt. Ja, damit du beschäftigt bist, einfach. Na, das ist gut. Beschäftige mich. Los, Knecht. Oh Mann, hier ist richtig Gewitter gerade. Ja, Gott sei Dank. Also hier blitzt es und donnert es wirklich wie sonst was. Ja, das Die ist die. Rekira mit Spott. Das ist Gottes Strafe, weil du meinen Priester vorhin so fertig gemacht hast. Ja, ein Mann Gottes, den darf man nicht einfach so Ja. kaputt machen. Jetzt geht die Welt über dir unter. Hoffentlich noch bevor das Mensch hier vorbei ist. So. Sind sie beide tot? Und weiter geht's. Dein Krieger ist echt scheiße, weißt du das eigentlich? Weiß nicht, bis jetzt war der gar nicht so schlecht. Der hat ja also all seine 4 Matches heute hat er bisher gewonnen. Ich mag deinen Krieger Das definitiv nicht. kann mein Magier von sich nicht behaupten, traurigerweise. Jetzt hast du wohl nur Plunder bekommen Ja, gerade. richtig. Ach, verdammt. Ach, Mann. Zack, 2 Schaden. Oh Mann, das war ja wieder so eine Alibi-Runde. Ja, irgendwas Ja. machen. Ne? Das ist wirklich nicht schön hier, was dir widerfährt.
So, so. Gut. Mann, jetzt geht's richtig ab hier. Hier ist jetzt gerade richtig dunkel und das einzige Leuchten, das ich sehe, das ist nur das Flackern am Himmel gerade. Geh Und die ins Sinnlos kommt Licht! auch noch. Geh ins Licht! Ich warte so lange hier! Wenn du jetzt der Priester wärst, hättest du bessere Chancen. Genau den wollte ich jetzt. Ach, leck mich am Aber Arsch. dafür hast du die letzte Runde zweimal bekommen. Ja, das, also insofern, du musst dich schon zufrieden geben mit dem, was du bekommst. Ja. Mach weiter so, dann geht's Gewitter richtig los bei dir. Verärgere niemals den Priester. Und den haben wir mal weg. Und dann holen wir uns mal den hier. Und den. Zack. 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 Und so. Ach ja. So, jetzt müsstest du ja langsam mal was haben. Die ganzen Alibi-Zauber, das kann ja nicht den ganzen Tag so gehen. Ah ja, immerhin nur Irgendwie. ein Spotter. Immerhin mal ein Spotter. Und meine schöne Kreatur angreifen. Na, Ja. wenigstens kriege ich einen Rüstungspunkt Ja, dafür. ist ja in Ordnung. Hauptsache, ich krieg 3 Schaden dafür. Ja, das ist das Beste, ja. Gut, na dann revanchiere ich mich doch gerne. So, wie viel Leben hast du denn eigentlich noch? Drei, vier? Naja, wir greifen erstmal an und gucken dann mal. So, es muss schon wieder so lange laden, bis es dich angreift. Die zögern. Warum auch immer. Ihr braucht keine Gnade zu kennen. Es ist der Konrad. Ja, jetzt hast du die noch. Super. Euer Lieblingsnoob. Bis heute ein für mich unfassbar toller Song, den ich jederzeit immer wieder hören kann. Das ist ein Meisterwerk. Du hättest das verkaufen sollen an Dieter Bohlen. Nee, an den doch nicht. Ja, warum? Ich hab auch meinen Der, Stolz. aber guck mal, du erkennst an seiner Karriere, er weiß, wie man aus Scheiße Gold machen kann. Ja, das Also, stimmt. der hättest du jetzt ausgesorgt. So Du gesehen wäre müsstest ich da nicht schon mehr. richtig gewesen. Hättest du nicht mehr irgendwelche armen Leute entlassen müssen, nur weil irgendjemand sie nicht leiden kann im Betrieb? Nein, jetzt hättest du die Chance gehabt. Aber jetzt musst du einen neuen Supersong schreiben. Ja. Ein Geheimnis hat er gespielt. Na, dann gucken wir mal. Wen lassen wir denn angreifen? Den, wenn der stirbt, ist egal. Und wenn er auf die Hand kommt, ist auch egal. Oder kriegst du jetzt drei Schlangen? Ich bin gespannt. Alle kriegen zwei Schaden. Das heißt, ich krieg nochmal ewig viel Rüstung. Das ist Ja. gut. Und du hast sogar noch die Fähigkeit von meiner anderen Das ist Kreatur so eine aktiviert. Hurensohnkarte, echt. So. Oh Mann. So. Jetzt habe ich nichts mit Ansturm, Aber eine traurig, aber Waffe. macht nichts. Ja, Ja, und klar. was Und für was für eine, ja, leck eine. mich am Arsch. Jetzt kommt die Keule. So. Turnierträume zerstört. Jetzt muss es nur noch so im HDW-Turnier weitergehen. Nee, nee. Ja, gut, dass ich das Deck heute gemacht habe. Weil hätte ich jetzt mit dem Magier gespielt, hätte ich wahrscheinlich verloren die ganzen Partien. Ja, natürlich. Gegen den Mike habe ich die zwei Partien mit dem Magier gespielt. Und die habe ich Aber beide das verloren. Schöne ist, ich habe gestern noch gesagt, ich bin momentan wieder bei so vielen Turnieren und schieß mich tot dabei. Ich verliere langsam den Überblick. Kann ich eins jetzt wieder streichen? Ja, eins ist wieder weg. In welchen Turnieren bist du denn noch drin? Ja, in dem HDW, dann der Rap-Battle und das sind immer Ach, der. so. Hier. Ja, der Rap-Battle, der habe ich in 3 Tagen, habe ich ja meins. Und ich habe noch nicht mal angefangen. Ich muss mich morgen erstmal hinsetzen und einen Text schreiben. Und einen Beat finden. Ja, ich weiß, der Subchamp, der war hier 2 Wochen zu Besuch und ich habe Raum und Zeit vergessen dabei. Und Auweia. dann fiel mir heute ein, ach Mist, ey Nerde, und ich will ja nicht zum Pluska werden. Also muss ich mir jetzt noch was einfallen lassen. Ja, siehst du, und ich habe in der letzten Runde schon am ersten Tag von der Auslosung angefangen, den Text zu schreiben und bin trotzdem im Video erst 2 Stunden vor Einsendeschluss fertig geworden. Ja, da machst du mir jetzt natürlich ganz viel Hoffnung für mein Video. Naja, aber du bist ja Profi, du kriegst das hin.
Weißt du, der Vorteil ist, ich weiß ja, dass meine Kompetenz eh nicht im Musikbereich liegt. Das heißt, ich kann damit leben, wenn ich dann rausfliege. Das würde mich nicht weiter stören. Ja Das gut, ist deswegen nicht. kann ich Das überall ist, mitleben, wenn ich rausfliege, weil meine Kompetenzen irgendwo nirgendwo so wirklich liegen. Gut, wir Gut. haben es damit hinter uns gebracht. Ja. Hat mich gefreut, gegen dich zu spielen. Mich nicht so, aber. Aber guck mal, du musst ja überlegen, du warst besser als der Bombardier, ja, weil das Match gegen den Bombardier, also das erste Duell, da hatte ich, glaube ich, noch über 40 Leben übrig. Also insofern Dann hast du mir fühle schon ich mehr mich ja abgezogen als geehrt. er. Na, siehst du. Gut, dann war es Guti, das. dann war's das. Ich kann jetzt mein Müsli endlich mal essen und hoffe, es ist nicht zur Suppe geworden. Oh, jetzt ist es bestimmt Beton. Da kannst du einen Löffel reinstecken und er bleibt stehen. Wenn es Beton ist, mache ich ein Video, wie ich mit einem Hammer draufhaue und schick's dir. Kannst eine Skulptur draus klopfen. Ja, damit kann man auch Kohle machen. Ich war schon in der Ausstellung, da hat jemand in einer Glasvitrine einen vollen Müllsack hingestellt. Das Okay. war das Kunstobjekt, ein Müllsack. Oh, so gesehen bin ich aber Künstler, wenn ich dann in meine Küche schaue. Siehst du? Das Problem ist, manche Leute machen einfach aus dem Quatsch Geld, den wir für Müll halten. Ja, das stimmt. Ich meine, deswegen Das. machen wir auch YouTube. Und mit dieser Lebensweisheit können wir diese Aufnahme ja abschließen Genau. und können nur alle Leute dazu ermuntern, macht aus eurem Müll endlich Geld. Ja. Und hört auf, Hearthstone zu spielen. Das macht einfach nur depressiv, ja. Bis dann. Bis dann, ciao.